Wir sind, hier am Set von The Revenant. Eigentlich muss ich erstmal ein bisschen rasieren. Es wird sexy. Jetzt wird richtig sexy. Über Wochen hat er sich den schönen Bart hier nicht rasiert. Nur für diese eine Krauchelszene im Wald. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt muss er ab. Oh, ein bisschen traurig bin ich. Oh Gott, Alter, ey. Die schöne Wolle, ey. Die kann meine Tante nehmen, die spindelt jetzt immer sich die Wolle selbst, wenn ich schön meinen Bart geben. Wird sie sich freuen, kann eine schöne Tischdecke draus machen. Ja, ich glaube auch, da wird sie sich richtig freuen. Gott, ey, sieht wieder aus wie ein Milchbubi. Mit einem geilen Schnauzer. Endlich siehst du wieder aus wie ein Mensch, ey. Naja, zur Zeit eher noch wie so ein, mit dem Schnauzer wie ein Pornodarsteller aus den 80ern, aber alles besser als vorher. Das ist geil. Ein paar geile Kratzer ans Kinn. Keine Kosten und Mühen haben wir gescheut. Hier für 10 Euro Blutschminke gekauft. 11,90. Alles nur für euch, Sarah und Erik. Hat es gedauert hier, Herr Schubert, bis sie an war? Ja, hör auf, ich kann nicht mehr. Der Marsch ist so bitte. Geht das wieder los? Nee, echt jetzt? Explosion. Oh Mann, ey. Ey, den musst du echt bringen. Den musst du machen. Der muss mit rein. Baby. Ich komm. Ja. Das war eng. Baby. Es ist so, ein Virus breitet sich aus und dieser, Scheiße, nein, es war nämlich ein Virus, nochmal, Max, es war ein Virus und dieser breitet sich rasend schnell aus und es könnte sein, dass ganz Glücksbahn, nein, die Kleine, wie sieht das? Was heißt, die dazwischen gekommen? Ich hab dir gesagt, du sollst den Hofmann umlegen. Scheiße. Umlegen ist aber richtig, ne? Ja. Ich hab kurz überlegt. Ja. Ah, okay. Das kannst du vergessen, Mann. Ich kann dich doch hier nicht zurücklassen. Die noch anbrennt. Ist das erstmal undramatisch? Das ist ziemlich undramatisch gerade. Sehr viel Licht, sehr hell. Aber jetzt, oh, seht ihr den Schatten da? Lama Pool. Das kann nicht sein. Ich bin noch nicht adoptiert. Sorry. Das kann nicht sein. Überlebt was wert, so einfach jetzt. Oh nee. Das kann nicht sein. Oh, jetzt hab ich's. Mehr kommt nicht? Das kann nicht sein? Das kann nicht sein. Ich glaube, das kann nicht sein, haben wir jetzt. Okay, gut. Warte, ich muss auch so mit Raimi ein bisschen interagieren. Ich muss die Hände nicht mal so still haben. Das ist meine Situation voll unangebracht. Es ist voll unangebracht. Und ich dachte immer, wenn einer von uns beiden adoptiert ist, dann ist das Erik. Ich meine, guck ihn doch mal an mit seinem vollen Haar. Der passt doch gar nicht aus der Familie. Das war gut. Das war echt gut. Ein bisschen gefühlvoll aus, ne? Also ja, jetzt muss gefühlvoll sein. Muss eingefühlt sein. Soll ich das in der Hand nehmen? Einfach zum Beispiel streicheln. Hast du gar nicht schlecht kommt, ne? Das wäre echt nicht schlecht, aber. Ja, ich weiß, das muss hart für dich sein. Du hast es ja auch immer so schwer gehabt. Aber das war geil. Mit der Hand ist gut, ne? Ich weiß, das muss hart für dich sein. Du hast es ja auch immer so schwer gehabt im Leben. Das war gut. Und los. Das kannst du laut sagen, ey. Am besten lassen wir Doro wie das Opfer sein und ich übernehme Detective. Detective. Das kannst du laut sagen. Du, ich glaube, wir lassen Doro lieber wie das Opfer sein und ich übernehme Detective. Ich übernehme den Detective, kann ich nicht aussprechen. Den Detective. Das ist jetzt schon so eine Stripper-Szene. Und zwar sagst du da. So, warte mal ab. Dein Charakter hat eine leicht verruchte Vergangenheit. Warte mal ab, okay. Oh, danke. Oh, jetzt schmeißt es mir aber, Björn. Danke.
Danke. Oh, danke. Danke. Ja, wir haben ja rein. Ja, sorry. Danke. Okay. Die Destination. Machst du ein Lasser noch ein bisschen Schuld. Wie dumm, ey. Macht euch bereit. 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 Kommt alles in die Auto. Ich sehe auch nicht mehr 20 Minuten. Ey, wartet. Macht euch bereit. Und Fanny so. Und er so. Und Fanny so. Und er so. Das ist auch so witzig, ey. Fanny, kann man nur Rap machen, ey. Und Fanny so. Und er so. Das ist dann auch blöd, ey. Und er so. Und er so. Hä? Und Fanny so. Was? Und er so. Hä? Und Fanny so. Und der ganze Club so. Und Fanny so. Sei ruhig. Und nee, das weißt du nicht. Warte, ich mach das echt so abgekackt jetzt. Und Fanny so. Und er so. Ja, siehst du? Das war geil. Ah, der Klassiker. Ich meine, schließlich muss man dem Gefangenen ja noch möglichst viel Zeit geben, um entkommen zu können. Oh Gott. Das war richtig schlecht. Ah. Mach jetzt mal eine Pause jetzt. Ah. Ach so. Ja, das ist Stranger cool. In der gleichen Schriftart? Schriftart, ja. Okay. Mhm. Am Ende den Hochzeitsgrüße in der gleichen Schrift, auf der bei Stranger singt. Ja. Oh, das war ein geiles TH. Ich wusste, irgendwann kommt das TH nicht. Okay. Mhm. Am Ende den Hochzeitsgrüße in der gleichen Schrift, auf der bei Stranger Things. Ja. Das hat er ja Stranger gemacht, ey. Stranger, okay. Ja, das war blöd. Am Ende eine Hochzeitsgrüße. In der gleichen Schrift wie bei Stranger Things. Stranger? Boah, das ist echt schwer, ey. Das ist echt Wahnsinn. Ja, stimmt. Okay. Das ist echt eine Wahnsinn-Szene, die ausgedacht wird. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt ziehen soll. Du denkst, du bist aus dem... Oh, scheiße. Schild verschüttet. Shit, hast recht. Denn alles nochmal neu. Dramatische Verfolgungsjagd mit Baseballschläger. Und Hammy versucht Stefan... Schon wieder, ey. Shit, hast recht. Denn alles nochmal von Anfang. Dramatische Verfolgungsjagd mit Baseballschläger. Und ich hab schon wieder geschwitzt. Was ist denn los? Ja, ich trinke jetzt ab hier, ey. Weißt du, was du mal mit der anderen Hand machen, wo du die Glas in der Hand hast? Ja, jetzt wird's richtig krass. Max kriegt einen heftigen Angriff. Einen hektischen. Ja, jetzt wird's richtig krass. Max kriegt einen heftigen Angriff. Oh, bin ich blöd, ey? Einen hektischen. Ja, jetzt wird's richtig krass. Max kriegt einen hektischen Angriff von Miri. Sorry! Tja, er hat kalte Füße bekommen. Jetzt bekommst du einen richtigen Gegner. So, ich soll nicht so kacke reden, ne? Ja, ja. Oh Mann, ey! Das ist eine richtige Retourkutsche. Tja, weil er kalte Füße bekommen hat, jetzt bekommst du mal einen richtigen Gegner. Tja, weil er. Ich hab den Text vergessen. Also. Ja, weil er. Gut, nochmal. So. Stifler. Tja, weil er. Nicht so wahr. Also, du musst nicht so. Waller, Spoiler, was? Wir haben es mit einem Serienmörder zu tun? Du meinst, wir haben es mit einem Serienmörder zu tun? Haben Sie auch schön gedacht im Kopf, jetzt betont es mal ganz anders. Du meinst, ja? Du meinst? Wir haben es mit einem Serienmörder zu tun? Ja, wo ist es?
Ja, ist okay. Das war nur so unerwartet. Du meinst, wir haben es mit einem Serienmörder zu tun? Du meinst, wir haben es mit einem Serienmörder zu tun? Du meinst, wir haben es mit einem Serienmörder zu tun? Sehr unberufsnäher von mir. Hätte ich als Fliege gelaufen sein, ne? Du meinst, wir haben es mit einem Serienmörder zu tun? Du meinst, wir haben es mit einem Serienmörder zu tun? Du meinst, wir haben es mit einem Serienmörder zu tun? Philipp will, dass ich im Ketchup bade und nur meine Augen gucken raus am besten. Psst, du bist tot. Also, Frau Pelle, was haben wir denn hier? Das ist eine ziemliche Sauerei. Ja, noch ein bisschen tiefer. Ja, das wird auf jeden Fall cool. Machen wir nochmal. Genau, und wenn ich in der Mitte bin ungefähr, dann kommst du hoch, ne? Ja. Hör auf, jetzt zu sabotieren hier, Mann! Also quasi links, rechts, ganz schnell diesen Wechsel. Den brauchen wir. Du sagst, wenn es losgeht. Dann musst Gas, Gas muss ja schon gehen. Du bist ja quasi, du fährst ja gerade. Genau. Gas und dann kuppelst du. Und los. Nee, nee, richtig, richtig schnell, dynamisch. Du bist, als wenn du jetzt... Ach so, ganz schnell. Ja, genau. Ach so. Und los. Du kuppelst doch nur ganz schnell. Du willst ja gleich den nächsten Gang. Du musst gleich wieder Gas geben. Genau, willst ja gleich wieder Gas geben. Also machst ganz schnell diesen Wechsel. Das ist ja Zeit. Das ist ja komisch. Du bist nur eine Millisekunde. Genau. Ja, genau. Du drückst jetzt das Gas durch, dann gehst du kurz runter, kuppelst und dann gibst du. Genau, nur diesen schnellen Wechsel. Genau. Warte mal. Das muss ja auch passen, ne? Genau. Jetzt machst du mal so, als wenn du gerade fährst und immer so ein bisschen hin und her guckst, so. Also, was draußen abgeht, wo du hinlenken musst und so weiter, so ein bisschen hektisch. Oder auf dem Tacho, ja, genau. Bisschen hektisch, genau. Okay, dann los. Ey, du musst schon ein bisschen Pause dazwischen lassen. Ein bisschen Pause, ja, sonst. Du musst ja so tun, als wenn wir, auch wenn du fährst. Genau, drück mal aufs Gas, immer so ein bisschen, damit man auch sieht im Hintergrund, dass dein Bein sich auch bewegt, wenn du schaltest. Und tu mal so, als wenn du wirklich schaltest. Und los. Eins, zwei, Stipfel kommt vorbei. Drei, vier. Steht vor deinem Stuhl. Und so jetzt? Ja, es ist besser. Und ja, okay. Und los. Oh nee, ne? Jetzt hat eigentlich schon wieder veräppelt. Nee. Jetzt wollte ich verarscht sagen, aber das will ich hier nicht. Und Action. Ey, richtig gut, ey. Okay. Schreien dabei. Okay. Ja, eigentlich schon, ja. Okay, und los. 3, 2, 1. Okay. Los. Okay, los. Okay. Und go. Und jetzt.
Ah, ich glaube, das war richtig gut.